Liebe Schülerinnen und Schüler, Kühe haben 3 Mägen und ich darf euch begrüßen zur 11. Folge von 120 Sekunden SV. Auch in der kommenden Woche sind wir wieder auf Corona-Warnstufe Gelb. Das heißt, laut des Gesundheitsamts hat die Oberstufe Masken zu tragen beim Betreten der Gebäude und im Unterricht. Die Unterstufe hat Glück und muss nur Masken beim Weg zu den Räumen tragen. Stay safe, Kids! Herzlich willkommen zurück zu Termine. Weil ich aktuell in Quarantäne bin, die nächsten 3 Wochen, also nur noch die nächsten 2 Wochen mit dieser Woche von zu Hause. Obwohl vielleicht in der 3. Woche wieder in der Schule, mal gucken. Okay, zu den Terminen. Am 17., also nächsten Dienstag, ist der Vorlesewettbewerb der 5. und 6. Klassen. Am 18., also nächsten Mittwoch, dann die Fachkonferenzen der Schiene 2. Am 19. ist dann der erste Elternabend dieses Schuljahr und am 20. Vorlesetag. Die Termine, ob die stattfinden, ist ja immer ein bisschen unklar mit Corona informiert. Da müssen wir, werden wir sehen. Das war alles für diese Woche. Es wird langsam kälter, zieht euch also weiterhin warm an und wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn es heißt 120 Sekunden SV. Bye, bye. Liebe Schülerinnen und Schüler, Kühe haben 3 Mägen und... Das war super. Ungerührt. Ja, auch genug. Kühe haben 3 Mägen und ich darf euch begrüßen zur 11. Folge von... Folge. Kühe haben 3 Mägen und ich darf euch begrüßen zur 11. Folge. Ja, wir sind morgen noch hier. Ja. Wir sind immer noch auf Warnstufe Gelb, liebe Kinder, deswegen... Das ist schön.